Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Schweizer Campus. Ich bin der Ismail und heute habe ich den Johan dabei. Hi. Er macht seine Schnupperwoche im Schweizer Campus und ich habe mir gedacht, ich zeige ihm mal speziellen Gas fürs Markschweißen. Wenn ihr euch interessiert, wie der Johan auf das spezielle Gas reagiert und wie ihr es findet, dann bleibt bis zum Ende. Stell dich mal vor. Ja, ich heiße Johan. Ich bin bei der Air Liquid ein Mechatroniker im dritten Lehrjahr. Ja. Okay, hast du schon Erfahrung beim Schweißen? Vor allem mit dem WIG-Schweißen. Das habe ich abgeschlossen. Max-Schweißen habe ich auch gemacht. Mhm. Und Elektronenschweißen ein bisschen. Okay, und was für ein Schutzgas habt ihr beim Max-Schweißen benutzt? Beim Max-Schweißen haben wir Arcal Force benutzt. Also 18% CO2. Ja, genau. Genau. Okay, das heißt, du hast ja das Grundwissen schon da. Ich würde mal sagen, du schweißt jetzt erstmal 2-3 Nähte, damit du reinkommst. Ja. Und dann zeige ich den speziellen Gas. Das klingt nach dem Plan. Alles klar. Und Johan, bist du jetzt aufgewärmt? Ja, das Schweißen war wie immer. Also es war mit dem Arcal Force, hat sich das angefühlt wie immer. Gab zwischendurch zwar ein paar Spritzer, aber es ist ja normal. Und sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden und aufgewärmt. Schön, wenn ich mir die Naht jetzt anschaue, sehe ich, also man muss auch da vorab sagen, dass die Bleche jetzt in keinem Falle gereinigt worden sind. Also wir hatten schon Zunder an der Oberfläche, aber dafür sieht die Naht echt gut aus. Wir haben hier halt hier Silikate, die standardmäßig entstehen, die man halt dann entfernen muss. Du hast jetzt ein Pulsverfahren geschweißt, wir haben extra ein Gas entwickelt. Was das Gas kann, wie das heißt, das erfährst du nach dem Schweißen, aber ich möchte erstmal, dass du deine Erfahrung selber sammelst. Bist du bereit dafür? Das klingt gut, ja. Auf jeden Fall. Wünsche ich dir viel Spaß, ne? Perfekt. Und Johan, wie war das Schweißen? Ja, also das Schweißen mit dem zweiten Gas war auf jeden Fall angenehmer als mit dem Arcal Force. Okay. Vom Gefühl her ist nämlich die Elektrode geschmeidiger abgeschmolzen, wenn ich das mal so sagen kann. Mhm. Und es hat nicht so geknistert, also es war nicht so laut. Mhm. Und es waren vor allem auch weniger Funken unterwegs. Also es war weniger Funkenflug. Okay, also würdest du sagen, dass das zweite Gas schon besser war als das erste Gas vom Gefühl her? Also es war auf jeden Fall angenehmer zu schweißen, viel angenehmer. Okay, dann schauen wir uns mal die Naht an, ob wir irgendwelche Unterschiede äußerlich sehen können. Siehst du denn irgendwas? Also mir fällt vor allem auf, dass die Flankenübergänge bei der zweiten Naht viel geschmeidiger sind. Mhm. Und viel weniger Silikate auf der Naht liegen als bei der ersten. Genau, wir haben eine Silikatreduzierung. Und das passiert unter anderem wegen dem Schutzgas. Beim zweiten Mal hast du mit Arcal 14 geschweißt. Arcal 14 beinhaltet 3% CO2 und 1% Sauerstoff. Im Vergleich dazu, beim ersten Mal hatten wir ein Gas mit 18% CO2. Das heißt, du hast beim zweiten Mal mit einem Gas geschweißt, was weniger Aktivgasanteil hat. Und das führt dann halt dazu, dass wir weniger Abbrand haben, was auch weniger Silikate entspricht. Oder wir haben weniger Rauchemissionen, weniger Rauchentwicklung. Oder weniger Spritzer zum Beispiel. Aber bei mir in der Ausbildung habe ich gelernt, dass wenn weniger Aktivgasanteil da ist, dass der Einbrand auch nicht so hoch ist. Also weniger Einbrand auch. Ja, aber in dem Fall haben wir eine Zusammenarbeit mit Lodge gemacht, mit dem Schweißgeräthersteller. Und wir haben extra für das Gas Arcal 14, haben wir eine Kennlinie kreiert sozusagen, womit der Einbrand genau der gleiche ist wie beim Arcal Force. Das heißt, ihr müsst nur das Schutzgas wechseln und habt dafür riesen Unterschiede bei den Schweißnähten. Könnt euch sehr viel Nacharbeit sparen. Und das führt dann halt dazu, dass ihr auch noch produktiver seid. Was würdest du denn als Resümee jetzt sagen? Würdest du gerne weiterhin mit dem Arcal Force schweißen oder mit dem Arcal 14? Ja, also meiner Meinung nach lohnt sich auf jeden Fall viel mehr, dieses Arcal 14 zu benutzen. Ja. Da man halt, wie du schon gesagt hast, viel weniger Nacharbeit hat und es nicht so einen Krach macht und nicht so viel Dreck. Also, und ein besseres Schweißgefühl gibt. Ja, und da hast du vollkommen recht. Vielen Dank, Johan. Hat uns sehr gefreut, dass du hier warst. Ja, ich habe zu danken. Danke, dass ich mal die Erfahrung sammeln durfte, mit einem anderen Gas zu schweißen. Gern geschehen. Und einen großen Dank an euch für das Anschauen des Videos. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr irgendwelche Videothemen habt, dann schreibt es in den Kommentaren. Wir würden uns sehr darüber freuen. Auf Wiedersehen. Euer Schweißer Campus. Tschüss.